Jo, willkommen zurück. Folge 4 des Display bzw. Crate Openings und kleiner Disclaimer vorab. Jo, ich habe es tatsächlich geschafft, schon 8 Pakete aufzumachen in 3 Sessions. Richtig gut. Gut, ich laber hier auch die ganze Zeit über die Karten nochmal selbst. Und solange da neue kommen, mache ich das auch weiter so. Gar kein Stress, alles easy peasy. Und bisher war die Ausbeute tatsächlich relativ gut, weil, ja, an Kylo Ren hier so eine Second Chance und zweimal der Finalizer in der Vollvariante. Das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Ja, also die Hälfte aller Pakete hat jetzt schon Legendäre rausgeschmissen und ich hoffe, das bleibt so. Ist eh nicht der Fall. Na, geht mal so, dann hast du ja, am Anfang ein bisschen mehr Glück. Und dann später ziehst du einfach nur noch Müll bzw. gar nichts. Ja, so, und mit der Stimmung gehen wir jetzt genau in dieses Video oder hier in die Aufnahme. Ja, Boba Fett kennen wir schon. Wie gesagt, alles, was wir schon mal gesehen haben, werde ich nicht weiter drauf eingehen. Um das Ganze auch zu beschleunigen, weil ich habe jetzt auch nicht vor, hier 5 Jahrhunderte lang Videos darüber zu machen, wie ich hier irgendwas aufmache. Da schlaft ihr bei ein, da schlafe ich bei ein und das hilft keinem. So, hier haben wir eine neue Karte, den Clone Deserter. Also nicht der Typ, der irgendwie Nachtisch auftischt, sondern der abgehauen ist. Eine Ressourcenkost. Kostet eine Ressource, den zu spielen. Grün, Heldentum. Von den Aspekten her 2-3 Stats, ist okay. Eigentlich zu viel für eine 1, wäre da nicht das Bounty, Draw Card. Ja, wenn man den besiegt, dann kriegt der Gegner, oder derjenige, der ihn besiegt, kriegt dann, die Möglichkeit, eine Karte zu ziehen. Restore 1 ist ganz cool. Gerade wenn am Anfang vielleicht der Gegner ein bisschen Druck macht, dass man da schon mal so ein bisschen gegen repariert und da nicht auf andere Einheiten danach setzen muss. Denn Disabled Fangfighter, sondern Disabling Fangfighter, den kennen wir schon aus dem vorigen Set. When played, you may defeat an upgrade. Wird nun umso wichtiger, wenn sehr viele Upgrades gespielt werden. Price on your head. Attached Unit Gains Bounty. Put the top card of your deck into play as a resource. Das war doch bei irgendeiner Einheit schon mit dabei, ne? Nun allerdings auch hier als Karte. 2 Kosten. Gibt natürlich, weil es ein Bounty ist, keine Boni dazu. Ich meine, wirst du mental stärker dadurch, wenn einer ein Kopfgeld auf dich aussetzt? Wäre interessant. Ja, wenn mal wieder ein Kopfgeld auf einen ausgesetzt wird, ne, im realen Leben, dann wird man da auch stärker von. Moment, was? So, Reckless Gunslinger. Neues. Kosten von 1. 2-1 Stats. When played, deal 1 damage to each base. Okay, du kaufst dir effektiv die Fähigkeit von Sabine Wren als Anführerkarte, hier dann als normale Karte. Du kannst sie auch smuggeln. Das ist eigentlich ganz cool, weil du am Ende dann, wenn du die Karte unbedingt brauchst, dann kannst du darauf zugreifen. Lohnt sich. Na, also wenn du dann am Ende noch so 1-2 Leben abknapsen musst, dann kannst du die bei Bedarf spielen. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt hatte, aber ich hatte ja einmal hier Kylo Ren als Anführer auch gezogen. Und ich denke, da lohnt es sich extrem, wenn man, na, also er lebt halt davon, dass er keine Karten mehr auf der Hand hat oder dass der Spieler dann keine Karten mehr auf der Hand hat. Umso stärker wird er halt. Also spielst du relativ viele Karten mit Schmuggeln und setzt die dann am Ende ein. Oder so, könnte man machen. Ne? So, Fugitive Wookiee. Für 2 Ressourcenkosten zu hohe Stats. Daher wieder ein Bounty. Exhaust the unit. When this unit is defeated. Ich weiß nicht, warum ich das lese. Exhaust the unit reicht schon. Eigentlich ganz cool. Ne? Du besiegst den. Kannst du eine andere Einheit erschöpfen und dennoch hast du als Ausspielender von dem für 2 Ressourcen eigentlich echt eine Einheit mit ganz geilen Stats rumschimmeln. Jo, Slaver's Freighter. Nicht die Reißzahn tatsächlich. Bosk fliegt ja, ne, so einen ähnlichen Schuhkarton.
Hier für 5 Ressourcen. So, 4 5er Stats. When played, you may ready another unit with power equal to or less than the number of upgrades on enemy units. May ready another unit with power equal to or less? Aha. Klingt erstmal gar nicht so cool, weil du musst halt darauf setzen, dass der Gegner irgendwelche Upgrades hat. Das ist so eine Bedingung, auf die du wenig Einfluss hast. Und ja, daher mag ich das eigentlich nicht. Und ja gut, dann hat er da halt 5 Upgrades liegen und dann kannst du... Ja gut, ne? Wenn das wirklich mal der Fall ist, dann kannst du halt eine Einheit ready machen, die 5 oder weniger kostet. Aber ja, please. Ne? Wann passiert das mal? Okay, der Wookie sieht seltsam gezeichnet aus. Danke an der Stelle an Aitor Prieto oder Aitor, oder no? Ne? Für 4 Kosten 2 5er Stats, aber Grid und if you control another Wookiee Unit, draw a card. Also gar nicht so blöd, ne? Also das könnte schon was sein. Zusätzliche Karte ist immer cool. Guild Target. Attached Unit gains Bounty. Deal 2 damage to base. If this unit is unique, deal 3 damage instead. Okay, na, also wenn es eine einzigartige Einheit ist, dann 3 Schaden direkt auf die Base. Und ja, es gibt wohl... Ich weiß nicht, ich gucke immer so aus Reflex so auf die Rückseite, so in der Erwartung, dass ich irgendwas anderes finde als, naja, die obligatorische Rückseite. Keine Ahnung warum. Ist ja eigentlich okay. Also wenn du die gegnerische Basis nicht magst, dann hast du jetzt auf jeden Fall mit dem Set sehr, sehr viele Karten dazu bekommen, mit dem du der Schaden drücken kannst. Hier haben wir den Millennium Falcon von Lando. Landos Pride steht sogar oben mit dabei. Sehr schön. 6 Kosten, 5-5. If you play this unit from your hand, it gains Ambush. Falls du das nicht machst, kannst du auch über Schmuggeln spielen für die gleichen Kosten. Sehr flexibel. Finde ich eigentlich ganz cool. So die Idee. Ja, hat so einen gegenteiligen Effekt. Ne? Einige Karten, ich würde jetzt nicht sagen viele, aber tatsächlich einige Karten haben ja dann einen Vorteil, wenn sie hier mit Schmuggeln gespielt werden. Und das hat so ein, also du hast Nachteile, wenn du das über Schmuggeln spielst. Aber für die gleichen Kosten, die das, naja, die die Einheit generell so kosten würde. Das ist eigentlich auch eher untypisch, denn meistens sind die Schmuggelkosten ja höher. Yo, dann Enforced Loyalty. Kostet, ja, 2 grüne Karte, 2 Kommandoaspekte. Kosten 2, defeat a friendly unit, if you do draw 2 cards. Ich glaube, die hatte ich schon, ne? Den hatten wir auch schon, allerdings in Foil. Und hier haben wir die Timely Intervention. 1, play unit from your hand, give it ambush for this phase. Und du kannst sogar über Schmuggeln das Ganze reinbringen. Das finde ich ganz cool, weil dann hast du auf Abruf mit deinen Ressourcen eine Karte, die du mit Ambush reinschicken kannst. Kannst du zum Beispiel auch so eine Finalizer mal eben für 12 Ressourcen oder dann für 13, wenn du es über Schmuggeln machst, mit Ambush da reinschmeißen. Wenn du dahin kommst von den Ressourcen, ne? Okay. Yo, nice. Dann, ich denke, ist es Pack Nummer 10 aus dem ersten Display. Aber in so einem Crate sind ja insgesamt 6 Displays drin. Da ist noch was. Cad Bane. Ich hab's einmal gesagt, ich sage es wieder. Bei Star Wars Legion ist es einfach das große Arschloch, weil der einfach alles kann. Hier hält es sich ein bisschen in Grenzen. When you play an Underworld card, you may exhaust this leader. If you do, an opponent chooses a unit they control. Do you want damage to it? Einigermaßen schwach, wenn du bedenkst, dass der Gegner sicher aussuchen kann, welche seiner Einheiten was abbekommt. Ist eher so meh. Ne? Dann kommt er für bei 6 Ressourcen dann ins Spiel für 2,8. Das ist eigentlich ganz okay, würde ich jetzt mal meinen. Das auf jeden Fall
Potenzial, wenn du den dann na, mit irgendwas aufmöbelst oder so. Kannst du ja einfach mal so einen Darksaber geben oder so, das Übliche. Ja, weil ich jetzt auch die Werte von dem, also die Aspekte von dem Darksaber nicht auswendig kenne. Raid 2. Okay, ne, dann kriegt er nochmal plus 2 auf den Angriff. So, when you play an Underwood card, you may choose an opponent. Genau. Und dann macht er dann nochmal 2 Schaden drauf. In Runde 6 wird sich das halt lohnen. Wenn du sagst, du erschöpfst den einmal, ne, bringst den dann halt ins Spiel, weil dann ist er halt wieder aktiv. Und dann machst du das gleiche nochmal. Kannst du dann danach nochmal eine Underworld-Karte spielen und hast dann effektiv 3 Schaden nochmal in Runde 6 mehr oder weniger für Umme rausgehauen. Ich glaube, da gibt's schlechtere Manöver. Nice. So, Jabba's Palace. Schön mit Wüstenausblick überall. Den kennen wir schon, die kennen wir schon. Assassin, Moment of Glory. Ist schon mal da gewesen. By the way, ich glaube Bestechung im Deutschen oder so. Vigilant Pursuit Craft, diesmal als Weltraumvariante. Und jo, tatsächlich steht bei den Weltraumdingern, sind die Keywords gar nicht mehr erklärt. Das ist mir vorher irgendwie nun, ja, nicht wirklich aufgefallen. Cassian Andor. Smuggle, so, also für 3, 3, 5. Smuggle für 5, gleiche Aspektkosten. When played using Smuggle, ready this unit. Das ist eigentlich ganz cool. Gut, für 5. Ja, also, warum nicht? Würde ich trotzdem sagen, ist eine recht solide Karte. Kann auch für 3 Ressourcen und dann 3 5er Stats, das geht halt auch echt immer. Was? Enticing? Enticing? Was ist das denn für ein Wort? Enticing Rewards. Attached Unit gains Bounty. Search the top 10 cards of your deck for 2 non-unit cards. Reveal them. Non-unit cards, okay. Reveal them and draw them. Dann. Then if this unit isn't unique, discard a card. Hand. Aha. Das, boah, ist fast okay, würde ich meinen. Ja, mit dem kleinen Nachteil, also das sollte man dann halt eher auf eine Karte packen, auf eine gegnerische Einheit packen, die unique ist. Ne? Das Offensichtliche mal hier hervorgehoben. Freetown Backup. On attack, give another friendly unit +2/+2 for this phase. Hat auch Smuggle. Give another friendly unit, boah. Okay, das kann sich schon auszahlen. Vor allem dann auch für die ganze Phase. Ne? Also wenn du einen Wachposten daneben hast und er greift an, ne, dann umso besser. Und durch Smuggle. Sehr schön. Ich weiß nicht warum, aber ich ziehe heute echt, ich sehe heute echt gut die Legendären. Evacuate. Ja, die sehen auch aus, als hätten die ein Problem. Kleines. Return each non-leader unit to its owner's hand. Boah. Das ist schon krass. Also wie so ein Turbolaser Blast, nur in nicht ganz so tragisch, dass eben alles stirbt. Aber trotzdem kannst du da das ganze Feld einmal mit aufräumen. Unfassbar gut, wenn du als natürlich ne, gelber Spieler mit Raffinesse einer Übermacht entgegenstehst. Nice. Aber mittlerweile wird's echt unheimlich. Also bis jetzt schon 5 Legendäre aus 10 Packungen gezogen. Es ging das Gerücht um, jetzt muss ich leicht aufpassen, was ich sage, es ging so ein bisschen das Gerücht um, dass die von Fantasy Flight gesagt haben, die wollen so ein bisschen die Frequenz erhöhen, mit der man Legendäre ziehen kann. Keine Ahnung, ne? Gibt keine verlässliche Quelle dazu. Ich streue einfach mal ein paar Gerüchte hier rein. Aber wenn ich das hier so sehe, dann würde ich das sogar irgendwie unterschreiben. Dann würde ich ja sagen, das könnte sogar passen. Fennec Shand als Weltraum.
denn? Forschungsfacility. So, ein Quadjumper, cool. Rickety Quadjumper. Kostet 2 für 1 Dreier-Stats. On attack, you may reveal the top card of your deck. If it's not a unit, give an experience token to another unit. Also eine andere Unit als der Quadjumper, richtig? Leave the revealed card on top of your deck. If it's not a unit. Okay, klingt eigentlich ganz cool. Naja, gut, wenn man den jetzt spielt, würde ich halt sehr viele Einheiten mit reinpacken. Weak, keine Ahnung. Gang. Das eine könnte der Hondo Onaka sein, hier im Hintergrund. Der Dude da mit dem Helm. Ist das ein Helm? Irgendwie, ne? Keine Ahnung. So, kostet 4, gibt 3 Ambush. Und ja, haut mich so nach dem ersten Lesen gar nicht mal so um. Ich möge mich irren. Heroic Renegade. Hat Grit. Tai Vanguard. Der ist auch in dem Starter-Set von dem Moff Gideon mit dabei. Hat normale Tie Fighter Stats. Dazu allerdings auch einen grünen Aspekt zusätzlich. Und wenn du den spielst, darfst du ein Experience Token an eine andere Einheit packen, die 3 oder weniger kostet. Finde ich erstmal ganz cool. Ne? Also kann er nicht an sich selbst geben. Ist auch irgendwie fair, weil dann hätte er halt 3-2. Ja, so als Weltraumeinheit für 2 Kosten ist das vielleicht ein bisschen zu viel. Wie spricht man das denn aus? Heileben. Heileben Enforcer kostet 1. 1-4 hat Grit, aber Bounty. Draw a card. Naja. Ich weiß nicht, ob man dem Gegner halt am Anfang die Karten hier alle so vors Gesicht schmeißen soll. Vor allem, wenn er sich dann besser auframpen kann. Na, wenn er am Anfang noch die ganzen guten Karten kriegt. Die kennen wir schon aus dem vorigen Set. Angreifen mit +3 Stärke. Lorian Warrior. 3-3-3. Die Hälfte vom Teufel also. When played, you may give an experience token to another Mandalorian unit. Nicht an sich selbst, sondern an wen anderes. Ist also die etwas teurere Version von dem anderen. Jetzt habe ich nur den Mandalorian Rescuer oder so. Der dann 1-2er-Stats hat, aber sich auch selbst den Token geben kann. Wanted. 2 Friendly Resources bereit machen. Desperate Attack. With a damaged unit, it gets +2/+0 for this attack. Achso, das ist hier auf. Boah, wie ist der Planet nochmal? Ist der nicht auch Crate oder so? Episode 8? Ja, wo die da mit diesen Speedern da über der League of Legends Salztal da drüber fahren oder so. I don't know. Trotzdem ganz cool. Genau, kommt auf den Weltraum. Special Stapel da, Toro Calican. Ambitious Upstart. Aha. So, kostet 3, gibt 3-5. When you play another Bounty Hunter unit, you may deal 1 damage to it. If you do, ready this unit. Use this ability only once each. Okay, das heißt, du gibst einer anderen Einheit den Schaden und er macht sich ready. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Also, ja. Gibt Schlechteres, möchte ich meinen. Brutal Traditions. Yo. 2 Kosten. Action. If an enemy unit was defeated this phase, play this upgrade from a discard pile. What? Hä?
Moment. If an enemy unit was defeated, this phase. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe. Also, ich denke, das kannst du auch nur einmal machen oder so. Oder kannst du es einfach die ganze Zeit? If an enemy unit was defeated this phase, play this upgrade. Also, kannst du das immer wiederholen oder? Das wäre ja mega krass, also. Keine Ahnung, also es ist halt die Action, wenn das halt immer wieder im Discard Pile halt landet, dann kannst du das effektiv auch immer wieder spielen. Das ist wie, als ob du nochmal, ja krass, ne, ob du halt irgendwie nochmal zusätzlich smuggeln hättest, nur mit dem Discard Pile. Interessant. So, den Namen kann ich nicht aussprechen, Xantan, Xantan Claws oder so, I don't know. 5. Kostet 5. Gibt 3. 7. An Stats. When played, if an enemy unit has a bounty, you may ready this unit. Ja, also auch gar nicht mal so schlecht. On attack, choose a ground unit. You may deal 1 damage to it for each damage on this unit. Boah, das ist fies, weil er den Schaden ja vorher macht. Wenn der 6 Schaden auf sich hat und du greifst halt wen an, dann kannst du die 6 Schaden vorher machen, bevor er überhaupt da nochmal was kassiert. Das ist ein bisschen stark, glaube ich. Aber gut, na, da muss er erstmal hier da muss er erstmal hier auf 5 Ressourcen kommen. Ja gut, das ist halt schneller. Also, ich glaube, den wird man auch hier und da sehen. Muscle for Hire. So, dann Bezin, Nettle, Nettal, Spy for the First Order. Ach, die am Anfang in dem Schloss, yo. Underworld, ich wollte gerade sagen, die ist ja nicht direkt von der First Order. Kostet 2, bringt 1-3 mit sich. When played, look at an opponent's hand. You may discard one of those cards. If you do, that player draws a card. Erinnert mich sehr stark an den Bodhi Rook, den du aus dem vorigen Set spielen konntest. Der hat dann allerdings 2 von den Raffinesse-Aspekten. Da konntest du dann nämlich auch eine Nicht-Unit-Einheit oder sowas abwerfen. Der Gegner durfte das dann. Ne? Eigener Wahl oder so. Durfte man die sich selbst aussuchen. Ich glaube, selbst aussuchen. Ja, hier noch mit Smuggle. Das ist also ganz cool. Natürlich machen. Und Nima Outpost Constables. Die kosten 2,6 und Sentinel. Simple. Und wieder guckt er auf die Rückseite in Erwartung, da irgendwas zu finden, was er noch nicht gesehen hat. So. Kommt hier auf den Stapel. Einmal kurz auf die Zeit geguckt. Ah, komm. Kriegen wir hin. Ist für mich auch tatsächlich so deutlich einfacher, die Folgen dann fertig zu machen. Jetzt hier nicht so ein 5-Stunden-Video rauszusuchen, da schlafen die Leute auch bei ein. Boba Fett. Daimyo als Weltraum. Tsch. Doppelter Karten wahrscheinlich. Haben wir schon. Take Captive. Ocean Hunters. Hier ist der Rescuer, den ich vorhin nochmal angesprochen hatte. Disabling Fangfighter. Das Raumschiff, dessen Namen ich nicht richtig aussprechen kann. Okay, hier ist schon einiges. Einiges doppelt. Fail the Dragon. Feed a non-leader unit with 5 or more power. Und für 4 Kosten ist das der Hammer. Da machst du effektiv alles mit kaputt. Na, also die 4 Kosten sind da ein bisschen zu günstig in meinen Augen. Aber gut, kommt halt mit einer Bedingung. Aber gerade wenn du jemanden gegen jemanden spielst, der da sehr, sehr große und starke Einheiten einsetzt, ist die Karte echt Gold wert. Dengar, der Typ, der eine halbe Kloschüssel als Jäger fliegt.
Demolisher. Hm? So, kostet 1, bringt 2-2 mit sich. When you play an upgrade to... Nee, an upgrade on a unit, you may deal 1 damage to that unit. Klingt erstmal komisch, aber ein Bounty ist ja auch Upgrade, ne? Hier mit Anführungsstrichen. Und da sofort ein gratis Damage drauf? Ja, das kann man machen. L3, 37. Kostet 2, bringt auch 2-2 mit sich. When played, you may rescue a captured card. If you don't, give a shield token to this unit. Kannst auch durch Smuggeln reinbringen. Aber, Kosten von 2 und wenn du halt nichts rettest, dann hast du halt immer noch eine Einheit mit Schild. Das ist schon cool. Das ist schon recht stark. Ui, der Architens Assault Cruiser. Kostet 8, 7, 8. Ambush, boah. Ups, sorry. Leicht aufstoßen. Ahem. When this unit attacks and defeats a non-leader unit. Put the defeated unit into play as a resource under your control. What? Okay. Da wird die Karte mit den 14 Ressourcen doch wahrscheinlich irgendwann mal spielbar. Rouse, Tico, ich sag jetzt einfach Tico, kennen wir schon, hier als Foil. Gut. Komm, heute machen wir mal einen Schlag rein hier. Ein paar mehr Pakete aufmachen. Dass sich jetzt auch viele Karten doppeln. Ah, wo wir gerade davon sprechen, neuer Anführer, Bosk. Action. Deal 1 damage to a unit with Bounty. You may give it +1/+0 for this phase. Klingt erstmal seltsam, aber du kannst es ja auch einem deiner Leute geben. Wenn irgendeiner Bounty auf sich hat, der muss nochmal irgendwas raushauen, der muss nochmal irgendeinen Wachposten oder sowas wegklatschen. Dann ist das ganz geil. Epic Action. Genau, bei 5 kannst du den mit aufs Feld holen. Hier wird nichts anderes sein. When you collect a bounty. Ui, okay. You may collect that bounty again. Use this ability only once each round. Das ist ultra krass. Wenn du auf gegnerischen Einheiten sowas hast wie, ja, zieh 2 Karten oder so, dann finde ich, ist das schon Uff-Size large. Space Mines. Genau, die spaßigen Minen. Die haben wir schon. Den... Gab's den in Z1? Ich glaube schon. Lexan Starfighter. 3-2 Stats mit Sentinel. Jetzt hier aus den Sockenhaut. Reputable Hunter. If an enemy unit has a bounty, this unit costs 1 less to play. Ist ganz cool, dann für 2 eine 3-4er-Karte zu spielen. Klingt schon fast übermächtig. Wanted Insurgents, nichts Neues. Hier die Untertasse des Todes, Outlaw Corona. So, kostet 3, bringt 3-5 mit sich, hat aber Bounty, put the top card of your deck into play as a resource. Natürlich für den Gegner, wenn er das kaputt haut. Cartel Katonko, draw a card. Protector of the Throne. Mandalorian, ah, okay. 2-4 ist jetzt für 3. Und wenn geupgradet, dann hat das Wachposten oder Sentinel. So, Rentus Pursuit, das ist schon mal Jetpack. Attach to a non-vehicle unit. When played, give a shield token to attached unit. At the start of the regroup phase, defeat that token. Das war eigentlich geil. Also erst ausrüsten, ne, und dann nochmal +2/+0 und du hast dann effektiv, wenn das Schildtoken dann bleibt, nochmal 2 Stärke dazu, das kann was machen. Ah ja. Okay, Salacious Crump. Noxious Pet. Underworld Creature. When played, heal 1 damage from your base.
Okay. 1-3 kostet 1. Action, return this unit to his owner's hand. Deal 1 damage to a ground unit. Okay. Oh, längere Zeit hinter einem Wachposten versteckt, ist das, glaube ich, echt cool. Vor allem, weil du dann auch immer schön deine Base heilen kannst. Kostet dann allerdings, ja, mindestens 2 Aktionen. Aber auch okay, wenn der Gegner eh die ganze Zeit die Ini klaut. The Armorer. When played, give a shield token to each of up to 3 Mandalorian units. Ui. 5er Stats ist eigentlich okay. To each of up to 3 Mandalorian units. Okay. Sie darf sich aber selbst eins geben. Da steht nicht andere mandalorianische Einheiten. Ja, und ich weiß nicht, was mit diesem Display los ist. Na, das ist jetzt die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legendäre. Aus, ich glaube, also so 12, 13 Packungen. Supreme Leader Snoke. Geil, den ist ja schon im Pre-Release. In der Pre-Release-Box. Each enemy non-leader unit gets -2/-2. Alle, die an sich 2 Leben haben, sterben dadurch instant. Also 2 verbleibende Leben. Kostet zwar 8, gibt 6/6, aber ich glaube, den werden wir auch in vielen Decks sehen. Er ist einfach unfassbar vielseitig. Und schon wieder gucke ich auf die Rückseite, keine Ahnung. So, mir geht langsam so der Platz aus hier von den, von den legendären Gods. Und Spark of Hope als Foil. Jo, das wär's dann auch erstmal wieder für diese Session. Ja, die Ausbeute bleibt bisher ganz gut. Ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, es hat auch gebundet. Content. Ich überlege gerade, ob ich das gleich nochmal ein bisschen hier umsortiere. Vielleicht auch, ja, vielleicht nicht. Kaffee habe ich vorsichtshalber schon mal weggestellt, dass wenn der dann mal umfällt, eben nicht hier so, die ganzen Karten segnet. Ja, in dem Sinne, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, man sieht sich dann einseitig in der nächsten Folge wieder und bis dahin wieder schon reingehauen. Ciao, ciao und bis. Tschüss.